wunderschönen guten Tag zu dieser zweiten Aufnahme der News. Das passiert vor allem, wenn man das falsche Mikrofon auswählt und über die Webcam aufzeichnen will. Aber ja, jetzt legen wir noch mal los. Und zwar gibt es heute drei kurze und knackige Themen, einfach weil ich gleich noch ein bisschen was zu tun habe für ein Gewinnspiel zu Mario Maker 2. Und einen Podcast nehmen wir heute wirklich mal vor der Nerdwand auf. Aber jetzt legen wir erstmal los. Das erste Thema ist PlayStation Plus. Und viele werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, da gab es ja so eine große Debatte, warum verschenkt Sony ein PES, also ein Pro Evolution Soccer 2019 für die PlayStation Plus Abonnenten. Das ist ja nicht wirklich was Besonderes, weil jährliches Update und so weiter. Und was soll man sagen? Sony hat euch erhört und ihr werdet ein anderes Spiel bekommen. Und zwar im Grunde genommen gleich zwei Spiele für Pro Evolution Soccer. Das heißt, Pro Evolution Soccer wird komplett weggestrichen. Dafür bekommt ihr jetzt Detroit Become Human in der Digital Deluxe Edition. Und das Schönste dabei ist, warum sage ich zwei Spiele? Weil Heavy Rain gleich mit dabei ist. Auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Ich mag die Spiele ja sehr. Ihr solltet sie mal ausprobieren, wenn ihr bis jetzt noch keinen Kontakt damit hattet. Das zweite ist Horizon Chase Turbo, also sozusagen so ein Cruisin' USA Klon oder so ein bisschen angelehnt daran. Bleibt euch erhalten, auch das wird es weiterhin zum Download geben. Kommen wir aber mal zu einem nächsten Thema, und zwar geht es in dem Fall mal wieder um die Nintendo Switch Mini, und jetzt tauchen immer mehr Hinweise auf, und dieses Mal auch von einem Hersteller, der uns wahrscheinlich allen schon so ein bisschen bekannt ist, und zwar Big Ben. Der ist ja ein großer Zubehörhersteller für alle Konsolen, und tatsächlich wird die Nintendo Switch Mini offensichtlich auch von Big Ben unterstützt. Da ist nämlich jetzt ein erstes Bild von einer, sagen wir mal, Gummischutzhülle aufgetaucht. Und die sieht doch schon verdammt nach den Dingern aus, die wir irgendwie immer als Fanart einer Switch Mini hatten. Vielleicht orientiert sich Nintendo ja direkt an dem Design. Dass eine Switch Mini kommen wird, schließe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr aus. Ich gehe fest davon aus, dass sie zu Pokémon erscheinen wird und zum Weihnachtsgeschäft natürlich Ende des Jahres. Und das ist doch auf jeden Fall mal eine richtig coole Sache. Wer sich jetzt allerdings sagt, warte mal, schon eine Switch mit Joy-Con ist mir zu fummelig für meine großen Hände, der kann sich jetzt auf ein Zubehör von Hori freuen, denn die bringen doch tatsächlich, sagen wir mal, etwas größere Joy-Con für die Nintendo Switch raus. Die sollen viel griffiger sein, so sehen sie auch schon aus. Die haben noch ein bisschen besseres haptisches Feedback, auch die Hände sollen daran besser kleben bleiben. Der einzige Nachteil ist, naja, oder sagen wir mal ein paar Nachteile, die es da gibt. Die haben keine Gyrosensoren, also keine Bewegungssteuerung, keinen Rumble und die funktionieren ausschließlich im Handheld-Modus. Dafür sind sie Hori-typisch wieder gut verarbeitet. Und ich sage mal, für zwei Zubehörteile für den Preis auch noch in Ordnung, 49,99 € sollen die kosten. Und Hori sagt auch selbst, naja, wir haben auch so ein bisschen die kleine Macke behoben, dass die irgendwann locker werden, diese Controller-Zusätze, weil Joy-Con sind es ja nicht wirklich. Denn die Joy-Con haben ja manchmal das Problem, dass sich das Plastik so ein bisschen abreibt und dadurch kann man die einfach rausziehen, ohne dass man den Knopf hätte drücken müssen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch den Daumen nach oben da und vielleicht sogar ein Abo, falls es noch nicht geschehen ist. Ansonsten war es das mit dieser News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zur nächsten News und ciao!